Liebende sind oftmals blind und du wirst erstaunt sein, wie sie auf so viele unerwartete Arten aufblüht, je mehr Menschen ihr Recht auf Glück erkennen. Sie verehren ihren Partner oder ihre Partnerin wirklich von ganzem Herzen. Von geheimnisvollen Ehen mit nicht lebenden Dingen bis hin zu Tieren, die auch keine Menschen sind. Hier sind die ungewöhnlichsten Paare, die beweisen, dass Liebe blind macht. Nummer 10. Heirats-Hattrick. Am selben Tag heiratete ein kongolesischer Mann namens Luviso Drillinge. Der 32-jährige Bräutigam lernte eine der Drillinge, Natalie, auf Facebook kennen und wollte sie persönlich sehen. Als Natalie ihm ihre Schwester Nadesh und Natascha vorstellte, haben auch sie sich in ihn verliebt. Die Leute glaubten, dass drei Frauen, die sich einen Mann teilen, unvorstellbar seien, aber die Schwestern hatten schon immer alles geteilt. Weil sie sich so nahe standen, wollten sie immer denselben Mann heiraten. Ihre Gebete wurden mit Luviso erhört. Obwohl Luvisos Eltern seine unkonventionelle Entscheidung missbilligten und nicht zu seiner Hochzeit kamen, hatte er keine Gewissensbisse. Liebe kennt keine Grenzen, fügte er feierlich hinzu. Alle guten Dinge sind wohl wirklich drei. Nummer 9. Hologramm. Akihiko Kondo, ein Schulverwalter, bezeichnet sich als fiktosexuell. Das heißt, er fühlt sich sexuell zu fiktiven Figuren hingezogen. Akihiko ging in seiner Liebe zu einer fiktiven Figur noch einen Schritt weiter und arrangierte eine Hochzeitszeremonie mit Hatsune Miku, einer virtuellen Sängerin, die schon in vielen Videospielen aufgetreten ist und mit Lady Gaga auf Tournee war. Die Zeremonie im Jahr 2018 kostete über 12.000 Pfund. Der Mann konnte mit dem Hologramm über Gatebox sprechen, ein Unternehmen, das Gadgets herstellt, mit denen virtuelle Figuren holographisch dargestellt werden können. Leider ist die Gatebox-Software, mit der der Mann mit seiner virtuellen Frau sprechen konnte, nicht mehr zugänglich. Akihiko ist frustriert, weil er nicht mehr mit ihr kommunizieren kann. Dennoch besteht er darauf, dass die Unannehmlichkeiten seine Liebe zu seiner Frau nicht schmälern werden. Er nimmt ein lebensgroßes Modell von Hatsune Miku mit, wohin er auch geht, und hofft, dass er bald wieder mit ihr sprechen kann. Nummer 8. Grand Prix und Eudoxie Yahoo. Musa Sandiana Kaba, auch bekannt als Grand Prix, ist ein 31-jähriger, 39 cm großer Mann. Er ist ein bekannter guineischer Sänger, Politiker und Social-Media-Influencer. Er wurde mit Progerie geboren, einer seltenen Erbkrankheit. Weltweit gibt es etwa 350 bis 400 Kinder, die an dieser Krankheit leiden. Sie führt zu vorzeitiger Alterung. Grand Prix hat es auf unsere Liste geschafft, weil viele das Liebesleben des Sängers für interessant halten. Er ist mit Eudoxie Zhao verlobt, einem Plus-Size-Model. Nachdem sie ihre Verlobung im Jahr 2020 bekannt gegeben hatten, bekamen die beiden online viel Aufmerksamkeit. Viele meinten, dass Eudoxie nur aus finanziellen Gründen mit ihm zusammen sei. Dennoch beteuerte das Paar, dass sie glücklich miteinander seien und dass Größe keine Rolle spiele. Schön für sie. Nummer 7. Übernatürliche Liebe. Amanda, eine geschiedene Frau und Mutter von 5 Kindern, hatte genug von den Männern der Millennials und beschloss, Jack zu heiraten, den 300 Jahre alten Geist eines haitianischen Piraten aus dem 18. Jahrhundert. Wie haben sie sich kennengelernt? Im Jahr 2014 spürte Amanda einen Geist neben sich im Bett und begann mit ihm zu kommunizieren. Von da an leistete er ihr Gesellschaft und sie lernte ihn gut kennen und entwickelte Zuneigung zu ihm. Und bald machte Jack ihr einen Antrag. Amanda wollte eine große Hochzeit und bekam sie auch. Jack, der nicht dabei sein konnte, weil er ein Geist ist, wurde durch ein Totenkopf-Banner von Jolly Roger repräsentiert. Jacks Ehegelübde wurde von einem Medium verlesen. Amanda und Jack hatten Dates, stritten sich und hatten ein gesundes Sexleben. Aber das reichte nicht aus, um die Ehe aufrechtzuerhalten. Sie ließen sich vor einiger Zeit scheiden und Amanda trifft sich jetzt mit einem anderen. Nur dieses Mal kann sie ihn tatsächlich sehen, denn er ist ein Mensch. Nummer 6. Tierliebhaberin.
Eine Frau heiratete ihre Hauskatze, um zu verhindern, dass ihr Vermieter sie rausschmeißt. Deborah Hodge, 49, musste in der Vergangenheit 3 Haustiere wieder aufgeben, weil ihre Vermieter keine Tiere in den Häusern zuließen. Sie hatte Angst, dass sie ihre 5 Jahre alte Katze India abschaffen müsste, also heiratete sie sie, um ihrem Vermieter ihre Treue zu beweisen. Das Paar heiratete in einer zivilen Zeremonie. Deborah trug einen Smoking und India war in Goldlamé eingewickelt. Deborahs Freunde schauten in einem Park im Südosten Londons zu. Ein befreundeter Geistlicher nahm die Trauung vor und India miaute während des Gelübdes. Deborah hofft, dass ihr Vermieter jetzt, wo sie verheiratet sind, versteht, wie wichtig es für das Paar ist, zusammenzubleiben. Glaubst du, ihr Plan hat funktioniert? Nummer 5. Spinnenschwestern. Ganga und Yamuna, siamesische Schwestern, wurden als Neugeborene von ihren Eltern ausgesetzt. Die Zwillinge haben 2 Köpfe und Brustkörbe, aber nur eine Taille und 3 Beine. Die 45-jährigen Spider Sisters, wie sie genannt werden, sind ihr ganzes Leben lang unverheiratet geblieben. Nach einem Leben voller einsamer Nächte auf der Straße mit einem Wanderzirkus haben die siamesischen Zwillinge Ganga und Yamuna Mondal endlich die Liebe gefunden, ironischerweise mit demselben Mann, Yasimuddin Ahmad, 36, einem Lehrer und Teilzeit-Tontechniker im Zirkus. Die Zwillinge sind diskret, was ihr Liebesleben angeht, behaupten aber, dass sie sich sehr nahe stehen. Doch wie in den meisten zufriedenstellenden Beziehungen geht es auch in ihrer Liebe hauptsächlich um Freundschaft und Kameradschaft. Die Schwestern sagen, Ahmads beste Eigenschaften seien sein Sinn für Humor und sein Mitgefühl. Sie nennen ihn liebevoll Mr. India. Nummer 4. Preisgekrönte Liebe. Ein britischer Mann und seine Frau wurden im Guinness-Buch der Rekorde als das Ehepaar mit dem größten Höhenunterschied ausgezeichnet. Das Paar trennt etwa 60 cm. James ist 109 cm groß und seine Frau Chloe 166 cm. James hat diastrophische Dysplasie, eine seltene Erbkrankheit, die das Knochen- und Knorpelwachstum hemmt. Aufgrund seiner Erkrankung zweifelte er zunächst an seiner Fähigkeit zu heiraten. Die beiden lernten sich 2012 in einer Bar kennen. Chloe hat schon immer größere Männer bevorzugt, aber als sie James traf, änderte sie ihre Meinung. Sie hatte Bedenken, wie andere auf ihre Verbindung reagieren würden, aber sie dachte, dass nur sie ihren Partner auswählen kann. Der Schauspieler und Fernsehmoderator James und die Lehrerin Chloe sind seit 6 Jahren verheiratet und haben eine 3-jährige Tochter, Olivia. Nummer 3. Wolfsmann Larry Gomez. Larry Gomez wurde sein ganzes Leben lang angeglotzt. Er hat eine seltene genetische Störung namens Hypertrichose, die zu einer dichten Gesichts- und Körperbehaarung führt. Er ist der haarigste Mann der Welt. 98% seines Körpers sind behaart. Das hat ihm den Spitznamen Wolfsmann eingebracht. Larry Gomez, der früher in einer Zirkus-Freak-Show auftrat, entwickelt sich immer mehr zu einer Hollywood-Sensation. Er hat in Filmen wie Wasser für die Elefanten und in Fernsehserien wie AMC's Freakshow mitgespielt. 2018 heiratete Larry Alicia Martinez. Die beiden lernten sich kennen, als er auf der Suche nach einer Wohnung war. Als er Alicias Angebot entdeckte, mietete er ihr Zimmer und ihre Freundschaft und Liebe blühte auf. Bisher sind nur 100 Menschen bekannt, die an dieser genetischen Störung leiden. 20 davon sind Mitglieder von Larrys Familie, darunter sein Bruder Danny und ihre Schwester. Nummer 2. Interaktive Liebe. Shane Burso, 29, und Hannah Aylward, 26, sind seit fast 6 Jahren ein Paar. Shane leidet seit jeher an spinaler Muskelatrophie und ist seit seinem 2. Lebensjahr auf einen Rollstuhl angewiesen. Hannah, seine zukünftige Frau, hat ihn online angesprochen und seitdem sind die beiden zusammen. Dieses Paar hat viele Menschen beeinflusst. Sie heirateten 2020, aber als ihre Liebe wuchs, kritisierten viele Menschen ihre behindertengerechte Beziehung. Das Paar beschloss, einen YouTube-Kanal Squirmy and Grabs zu gründen und verschiedene Aspekte ihres Lebens zu dokumentieren, um zu zeigen, dass sie ein glückliches und erfülltes Leben verbringen. Sie haben inzwischen über 900.000 Follower.
Nummer 1. Der hässlichste Mann der Welt. Während einige der anderen Menschen auf unserer Liste es nicht schaffen, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, kann unser Spitzenreiter die Frauen nicht von sich fernhalten. Godfrey Baguma, der Gewinner des Preises für den hässlichsten Mann der Welt 2002, hat 3 Ehefrauen. Der 49-jährige Uganda wurde mit Fibrodysplasie geboren, einer seltenen Krankheit, die die Bildung und Lage seiner Zellen und seines Gewebes beeinträchtigt. Er ist ein berühmter Schuhmacher, Comedian und Sänger, aber er ist auch für sein hässliches Aussehen bekannt. Er wurde von seiner Großmutter aufgezogen, nachdem er von seinen Eltern wegen seines Aussehens abgelehnt wurde. Er ist auch als Sebabi bekannt, was die hässlichste Person bedeutet. Abagala, eines der bekanntesten Lieder von Godfrey Baguma, wurde auf YouTube bereits mehr als 13 Millionen Mal aufgerufen. Diese und viele andere Paare haben alle Widrigkeiten überwunden, um die Liebe zu entdecken. Glaubst du, dass Liebe blind macht? Bitte teil uns deine Meinung in den Kommentaren mit. Vergiss nicht, wieder auf unserem Kanal vorbeizuschauen, wenn dir dieses Video gefallen hat. Vielen Dank!